auch schon der Bambini-Messe in Sursee. Es ist nicht so wie hier, natürlich so typisch in den März, aber ich habe dort schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Aber ja, so ein Christkindli-Markt ist das erste Mal. Ja. Hauptsächlich Stoffwindeln, moderne, neuzeitliche Stoffwindeln, die ich selber herstelle. Aber ich habe noch weitere Artikel einfach rund um den nachhaltigen Babyalltag in Bioqualität. Milisau ist natürlich die Heimat, also von dem her ganz klar. Ich habe eine Anfrage bekommen und habe gar nicht so lange gezögert und ja gesagt, dass ich hier teilnehme. Es muss auch etwa schon 15 Jahre sein, seit wir da sind, plus minus. Also was natürlich wunderschön ist, ist die Städtli, die Atmosphäre, so ein bisschen das traditionelle, schöne. Nähe zu Hergiswil ist natürlich super. Wir haben auch sehr viele Leute, die einen halt auch kennen. Und auch Leute, die immer wieder kommen, auch von auswärts. Also einfach so ein bisschen die ganze Atmosphäre. Unser Hauptprodukt ist sicher das Fondue. Unser Dorfkäse-Hausfondue, das wir fix fertig machen, das auch sehr beliebt ist bei den Leuten. Aber weit rum, wo die Leute extra kommen für das. Oder auch die Ankensachen, die sehr speziell sind, wo wir Schäfli, Kläuse und so Sachen haben, die wirklich auch sehr speziell sind. Und dann Haufen Raclette und sonst viele Produkte. Ja, wir machen Kappen. Wir haben angefangen mit Kinderkappen. Und es hat immer mehr haben die Leute gefragt, ob es auch Erwachsene gibt. Dann haben wir für Erwachsene Beinis gemacht. Und dann ist ein Baum gekommen mit Stirnbändern, haben wir auch für Stirnbänder gemacht. Es ist auch so, dass wir für jede Person eine Kappe wollen, egal ob es Neugeborene oder ist die Mutter oder der Grossvater. Wir haben für alle etwas für auf den Kopf.